Bei den Atemwegen unterscheiden wir die oberen und die unteren Luftwege. Die oberen Luftwege gehen etwa bis hier und das sind die unteren Luftwege mit den Lungengrenzen. Die oberen Luftwege beginnen an den Nüstern. Dann folgen die Nasenmuscheln, die beim Pferd sehr groß ausgebildet sind. Das lungenkranke Pferd darf nur nasses, staubfreies Heu bekommen. Am besten wird es in einer Außenbox gehalten. Man sollte eine Handvoll Kochsalz ins Wasser geben, das dafür sorgt, dass sich Bakterien nicht so schnell vermehren. Außerdem verbessert es den Geschmack des Heus. Das Pferdeherz liegt hinter dem Ellbogenhöcker. Wir erkennen am durchgeschnittenen Pferdeherz die beiden Kammern. In diesem Fall musste das Pferd sterben, weil der Besitzer eine Phlegmone an der Hinterhand tagelang mit Einreibungen aus seiner Stallapotheke falsch behandelt hatte.